Hallo, vielen Dank für das Interesse. In diesem Video werden zum ersten Mal die Mechanismen von Zündungen und Explosionen korrekt erklärt. Auf vielfachen Wunsch wird zunächst noch einmal die Weltformel der neuen Physik erklärt. Die sogenannte wahre neue Physik ist das Ergebnis der gesamten bisherigen physikalischen Forschung. Aus eindeutigen natürlichen und experimentellen physikalischen Beobachtungen wurden dazu die einzigen zwei fundamentalen Naturgesetze ermittelt. Die sind: Für alle Vorgänge im Universum gilt einmal, die Gesamtenergie bleibt ständig konstant und eine minimale innere Energie wird angestrebt, soweit es die Energieerhaltung zulässt. Dies kann mathematisch als Weltformel ausgedrückt werden. Da die wahre neue Physik keine Annahmen, das heißt Interpretationen, Hypothesen und Theorien verwendet, beschreibt sie die Realität des Universums. Die Weltformel ist der Bauplan des Universums. Die Beobachtung von Teilchenzerfällen hat als wichtigste Erkenntnis ergeben, dass der einzige Grundbaustein des Universums selbst rotierende Elektronen sind. Diese streben minimale innere Energie, das heißt Spinnenergie, an, indem sie möglichst große Überlappungsbereiche von entgegengesetzten Rotationen mit anderen Elektronen bilden. Die Überlappungsbereiche ergeben Bindungen. Dadurch können sämtliche Strukturen von Teilchen und Materie berechnet werden. Insbesondere ergibt dies, dass weit über 95% aller Teilchen Photonen aus vier Elektronen und deren Addukte, wie zum Beispiel Photonenketten, sind. Als Beispiel ist hier das Photon, das auch als Myon-Neutrino bezeichnet wird, angegeben. Bindungen von Photonen ergeben ausschließlich Sechseckstrukturen. Oben sind hier detaillierte und unten vereinfachte Ansichten von zwei einzelnen Photonen mit zueinander gerichteten Doppelbindungsoptionen angegeben. Hier sind zwei gebundene Photonen dargestellt mit Elektronenzentren. Dieses entspricht einem Kaon. In der oberen Abbildung sieht man zwei Glieder einer Photonenkette, die rechts an ein Proton gebunden sind. Unten sieht man 12 einzelne Photonen aus zwei Kettengliedern. Die Weltformel gibt vor, dass jede Interaktion mit Stößen von Teilchen aktiviert wird und je nach kinetischer Stoßenergie eine determinierte Folgeinteraktion erfolgt. Eine Bindungsbildung, ein Bindungsbruch, eine Ablenkung oder eine Durchdringung. Die Weltformel wird bereits seit 5 Jahren intensiv überprüft. Bisher wurde keine physikalische Beobachtung gefunden, die nicht anschaulich, logisch und widerspruchsfrei mit den universellen Interaktionen beschrieben und mit der Weltformel erklärt werden kann. Hier jetzt die Definitionen von Zündung und Explosion laut Weltformel. Zündung ist die Aktivierung einer sich exponentiell ausbreitenden Reaktion. Gezündet werden können ausschließlich Spaltungsreaktionen, wenn bei einer einzelnen Spaltungsreaktion mehrere Teilchen abgespalten werden, die wieder neue Spaltungsreaktionen mit mehreren abgespaltenen Teilchen generieren. Die entsprechende Reaktion wird als Explosion bezeichnet. Zündungen und Explosionen erfolgen ausschließlich durch Spaltungen von Photonenketten, die an und zwischen Atomkernen gebunden sind und den großen Abstand der Atomkerne erklären. Die Anzahl gebundener Photonenketten an Atomkernen bestimmt die Anzahl maximal möglicher Bindungen von Atomen. Jede Kette besteht aus ca. 10.000 Photonen. Nun der Mechanismus einer Explosion. Die Zündung einer Explosionsreaktion erfolgt ausnahmslos durch Spaltung einer Photonenkette, da bei der Spaltung eines Kettenrings alle 6 Photonen des Rings fast gleichzeitig abgespalten werden.
In diesen Abbildungen sieht man links eine gebundene Photonenkette mit einem Proton und rechts die einzelnen Photonen von zwei Gliedern. Die sechs emittierten Photonen aktivieren durch Stöße die Spaltung weiterer der zahlreich vorhandenen Photonenketten. Viele Photonen erreichen dabei weit entfernte Photonenketten. Die Generierung von extrem vielen Photonen nach einer einzigen Aktivierung kann mit der derzeitigen Physik nicht erklärt werden. Auch die derzeitige Erklärung für die Generierung von Laserstrahlung ist physikalisch unmöglich, da sie gegen die Energieerhaltung verstößt. Ein Video dafür gibt es später. Hier noch einige Erklärungen zur Photonenenergie. Die kinetischen Energien der abgespaltenen Photonen sind gegeben durch ihre Bindungsenergien zuzüglich der Stoßenergien. Dies erklärt die Beobachtung, dass wenige gleichartige Atome Photonen mit allen möglichen Energien, das heißt ohne Einschränkung der Energiebeträge, emittieren können. Beispiele dafür sind Glühfäden, Sonnenstrahlung oder allgemein das Planck'sche Strahlungsgesetz. Die derzeitige Physik kann dies nicht erklären. Annähernd 100% der im Universum generierten Energie beruht auf den Zerfall von Photonenketten zu Photonen. Nun zur Energieerzeugung generell. Ausschließlich Spaltungsreaktionen generieren kinetische und damit nutzbare Energie. Die Erklärung dafür ist, in allen Bindungen führen die Elektronen symmetrische Streckschwingungen aus. Damit haben alle Teilchen eine gebundene Schwingungsenergie, die auch als Bindungsenergie bezeichnet wird. Wenn bei Teilchen durch starke Stoßenergie die Schwingung einer Bindung so stark erhöht wird, dass sie bricht, wird die Schwingungsenergie in gleichen Beträgen auf die abgespaltenen Teilchen übertragen. Gebundene, nicht nutzbare Bewegungsenergie wird damit zur freien, nutzbaren Bewegungsenergie, was gleichbedeutend ist mit kinetischer Energie. Die Generierung von nutzbarer Energie kann damit eindeutig, anschaulich und logisch durch Spaltungsreaktionen erklärt werden. Genauso wie sämtliche Spaltungsreaktionen nutzbare Energie erzeugen, verbrauchen sämtliche Bindungsreaktionen inklusive Kernfusionen nutzbare Energie. Da freie kinetische Energie in nicht nutzbare gebundene Schwingungsenergie umgewandelt wird. Eine Explosion kann man sich wohl kaum als Bindungsreaktion vorstellen. Energieerzeugung durch Kernfusion ist paradox, das heißt unmöglich. Energieerzeugung durch Bindungen ist noch nie beobachtet worden und kann nicht ansatzweise erklärt werden, angefangen bei der Zündung. Noch eine Anmerkung: Masse wird nachweislich durch eine Spaltungsreaktion reduziert. Es gibt keine Bindungsreaktion, bei der Masse reduziert wird. Das heißt, bei jeder Spaltungsreaktion wird Masse in nutzbare Energie umgewandelt. Und bei jeder Bindungsreaktion inklusive Kernfusion wird nutzbare Energie in Masse umgewandelt. Nun zu Strahlung und Druckwellen. Intensive Photonenstrahlung entsteht ausschließlich durch den Zerfall von Photonenketten. Eine intensive Photonenstrahlung kann innerhalb kurzer Zeit die Bildung von sehr vielen Atomradikalen aktivieren. Sauerstoff wird aufgrund seiner besonderen Struktur bevorzugt radikalisiert. Die detaillierte Erklärung erfolgt in einem späteren Video. Die explosionsartige Bildung von Radikalen verursacht explosionsartige Reaktionen mit geeigneten Molekülen in der Umgebung, wie zum Beispiel Kohlenwasserstoffen. Exponentielle Abspaltungen von gasförmigen atomaren Stoffen bei Explosionen sind Ursache für die beobachteten Druckwellen. Jetzt die Temperaturen bei Explosionen. Eine allgemein bekannte Beobachtung ist, dass Temperaturen niemals explosionsartig erhöht werden. Ein Beispiel sind Glühlampen.
Die Erklärung dafür ist, dass Infrarotstrahlungsphotonen keine Wärme sind, sondern zunächst an atomaren Stoffen absorbiert werden und erst danach die atomaren Stoffe Infrarotphotonen in allen Richtungen abspalten. Dadurch entsteht dann die Erhöhung der kinetischen Energien von allgegenwärtigen Photonen, was äquivalent mit Wärmeerhöhung ist. Die derzeitige Behauptung, dass Explosionen auf schnellen Temperaturerhöhungen beruhen, ist physikalisch unmöglich. Bei Explosionen führt die sehr hohe Konzentration von Infrarotstrahlungsphotonen jedoch schnell zu Beschädigungen von Oberflächen, wie zum Beispiel der Zerstörung der Haut. Der Verbrennungsschmerz hat jedoch nichts mit Wärme zu tun. Dieses kann man mit Thermometern leicht nachweisen. Explosionen erzeugen Teilchen mit hoher kinetischer Energie. Die Stärke der erzeugten kinetischen Energie kann über Drücke gemessen werden. Explosionstemperaturen gibt es nicht und können auch nicht gemessen werden. Die höchsten physikalisch möglichen bzw. sinnvollen Temperaturen liegen weit unter 5000 Kelvin. Die derzeitige Behauptung, dass atomare Kettenreaktionen ohne die Spaltung von Photonenketten Explosionen verursachen, ist physikalisch unmöglich und damit irreal. Bei atomaren Kettenreaktionen entstehen bei jeder Einzelreaktion maximal nur zwei neue Radikale, die weitere Reaktionen aktivieren können. Dieses ist viel zu gering, damit die Kettenreaktion explosionsartig abläuft. Emittierte Photonen spalten insbesondere bei Sauerstoffmolekülen Photonenketten ab, sodass sehr viele Sauerstoffradikale in kurzer Zeit entstehen. Diese reagieren dann explosionsartig mit anderen Molekülen. Die beobachtete Druckabhängigkeit von Explosionen wie bei der Knallgasreaktion lässt sich ausschließlich mit der neuen Physik erklären. Zum Beispiel sind die sehr seltenen Dreiteilchenstöße zur Rekombination von Radikalen nicht mehr erforderlich. Zum Fazit. Für das neue Jahr wäre es wünschenswert, wenn sich mehr Menschen dafür interessieren würden, wie die physikalischen Phänomene im Universum vollständig, anschaulich und logisch erklärt werden. Ansonsten viel Freude, Gesundheit und Frieden für 2023. Vielen Dank für das Zuhören.